sie aber fein gemacht. Ausgerechnet jetzt, wo es regnet. Das ist aber schön. Vicky Laura. Mein Bruder im Geist. Aus. Ja, Sie sind ja völlig betrunken. Das ist absolut korrekt. Deswegen habe ich mir auch ein Taxi genommen. Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig geworden? Sie sind mit 90 durch eine geschlossene Ortschaft gefahren. Oh nee, nee, Herr Wachtmeister, das ist der Hut, der mich so alt macht, nicht? Ja. Entschuldigen Sie, wissen Sie, was Sie da gerade gemacht haben? Wieso, darf ich hier nicht stehen? Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich wollte Sie nur einmal auf die Gefahren aufmerksam machen, die damit verbunden sind. Mhm. Dafür sind wir schließlich da, nicht? Haben Sie sich schon einmal überlegt, was es kostet, wenn Ihnen jetzt hier einfach mal so jemand mit dem Schlüssel über die Motorhaube kratzt? Nein, noch nicht. So, ich meine, wenn Sie Glück haben, muss die nur grundiert werden und ein bisschen nachlackiert, nicht? Aber da sind Sie auch ganz schnell 300-400 Mark los, nicht? Unter dem geht's nicht davon. Und das nur für die Motorhaube, nicht? Aber dabei bleibt es ja nicht. Schauen Sie mal hier. Die Antenne. Nicht. Doch wie leicht das geht, einfach so im Vorübergehen, nicht? Als wäre nichts gewesen, oder hier. Nicht. Tja, das, ich meine, da ist eine Beule drin, nicht? Oder schauen Sie mal hier, ich meine, das hört ja gar nicht auf. Tja, was sagen Sie dazu? Damit haben Sie nicht gerechnet, was? Nein, ehrlich gesagt nicht.